Ford macht ordentlich Druck in Sachen Elektromobilität. Der Mach-E steht ja zumindest als Konzept schon in den Startlöchern. Wie das zweite Modell aussehen könnte, hat unser Autobildzeichner einmal für uns illustriert. Der Wagen wird wohl auf der MEB-Plattform von VW stehen. Dafür sind beide Konzerne eine Partnerschaft eingegangen. Das bedeutet, die Technik für den hier könnte vom ID.3 stammen. Das Design allerdings kommt von Ford und soll deutlich emotionaler sein, als VW es mit dem ID.3 vorgemacht hat. Die Basis würde mit einem 150 PS starken E-Motor und 45 Kilowattstunden Batteriekapazität zum Kunden fahren. Genau wie bei VW. Optional könnte die gleiche Motorisierung mit mehr Reichweite und 58 Kilowattstunden erhältlich sein. Auch ein Topmodell mit 204 PS und 77 Kilowattstunden Akku wäre denkbar. Da sich Ford mit dem Marktstart aber noch Zeit lässt, rechnen wir nicht vor Herbst 2021 mit dem kleinen Elektro-Ford.